They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. In eurem Projekt sollt ihr also euren Familienstammbaum aufs Genaueste nachverfolgen. Aber denkt dran, eure Nachforschungen müssen sich auf Tatsachen stützen. Wer sollte schon in seinem Märchen was dazu erfinden, nur um zu beweisen, dass er königliche Wurzeln hat? Oder? Komm schon, Blondie, wir müssen unseren Familienstammbaum abgeben. Oh, irgendwie geht es mir nicht genau richtig. Wirklich? Aber vor 10 Minuten war noch alles in Ordnung. Ja, aber jetzt bin ich krank, okay? Ich meine, viel Spaß. Geht doch auch ohne mich. Blondie, tust du etwa nur so, als wärst du krank, damit du deinen Familienstammbaum nicht abgeben musst? Nein, das ist genau richtig. Cupid, leider ist meine Familie nur entfernt königlich. Also... was, wenn ich mir nur das Schicksal ausgesucht habe, das ich gern leben will? Würde das nicht bedeuten, dass ich eigentlich eine Rebel bin? Blondie, auch Royals treffen Entscheidungen. Die Entscheidung, ihren Traditionen und ihrer Geschichte zu folgen. Tief in deinem Herzen weißt du, dass du eine Royal bist. Und das solltest du der Welt erzählen. Ich habe meinen Onkel Elmer bis zu diesem Zweig zurückverfolgt. Und auch wenn wir den gleichen Namen tragen, sind wir nicht verwandt mit den Charmings von Nottingham Forest. Oder mit den Charmings von Nimmerland. Auch nicht mit den Charmings, die hier mit der Charmflower rübergekommen sind. Wer hätte gedacht, dass es so viele Charmings gibt, die nicht verwandt sind? Nachdem meine Mutter von den Bären gefangen wurde, schwor sie, ein braves Mädchen zu sein. Sie lebte daraufhin in einem hübschen kleinen Häuschen ihr Leben in der Nachfolge der Loks. Und die Dorfgemeinschaft ernannte sie zur Königin. Genau wie ihre Mutter vor ihr und deren Mutter vor ihr. Man könnte also sagen, diese königliche Nachfolge ist genau richtig. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.